hier. Ich bin den Hinweis. Das sag ich nicht! Das mache ich! Das kann ich dir leider nicht sagen, Lenora. Du machst wohl Witze! Bitte, Ravenclaw. Vielleicht gehörst du nach. Oh mein Gott, ja! Ih, was habe ich für Dreck im Gesicht? Oh Gott, der ist gefressen worden! Was werde ich in Zauberkunst lernen? Das, wonach es klingt. Zaubersprüche, Zauberkunst, Flüche. Alles sehr nützlich. Professor Ronan werden Sie bestimmt mögen. Er ist ein schlauer, unterhaltsamer Zauberer. Ich bin zweimal zu Gryffindor gekommen, aber ich habe da lieber Slytherin genommen. Ja, es kann ja jeder so wählen, wie er möchte. Also ich bin schon immer im Herzen Ravenclaw, glaube ich, gewesen. Schon damals, als ich Harry Potter geguckt habe, fand ich es ein bisschen schade, dass Ravenclaw zu kurz kam. Und ich fand tatsächlich immer Luna Lovegood sehr, sehr interessant, weil die auch so ein bisschen verwirrt und weird ist. Und ja, da habe ich gesagt, Ravenclaw. Ich sehe mich nicht als Gryffindor. Slytherin bin ich auch nicht. Obwohl ich hier zeitweise echt gemein jetzt war, die letzten Situationen, danke, die wir so Professor gespielt Weasley. Haben. Das ist viel für aber, den ersten Tag. Und ja, Sie Hufflepuff werden noch sehr viel mehr lernen müssen. Mirko mag PC lieber. Netterweise haben ihre Professoren zugestimmt, ihnen außerschulische Aufgaben zu geben. Ja, PC ist ja auch nicht schlecht, Leute. Ich liebe meinen Laptop. Wie Sie Revelio eingesetzt haben, dürfte Professor Figge Ihnen zumindest die Grundlagen beigebracht haben. Der Figge. Was hat der Professor? Er hat nur sehr wenig über die Ereignisse vor Ihrer Ankunft erzählt. Vor allem, was diesen schrecklichen Drachenangriff angeht. Ich vermute, es geht bei der Sache um mehr als die Suche nach Besitztümern und eine ausgedehnte Reise zum Schloss. Was hatten wir denn da gedrückt gehabt? Hatten wir ja in der Tat oder was ist nicht der Fall? Scheiße, ich bin mir unsicher, was haben wir da gemacht? Ich glaube, wir haben ja in der Tat gemacht, aber haben da nicht mehr verraten, ne? Wir haben auf dem Weg hierher einen kleinen Umweg gemacht, ein paar Ruinen erkundet und mehr sollte ich nicht sagen. Ruinen erkundet? Tja, Professor Figg hat vermutlich seine Gründe, die Details für sich zu behalten. Da ist er ja. Wenn man vom Teufel spricht. Wenn man vom Teufel Professor spricht. Professor Figg, Ihnen müssen wohl die Ohren klingen. Oh? Ja. Sie scheinen unserem Neuling eine solide Grundlage in einfacher Zauberei vermittelt zu haben. Oh, ich fürchte, das ist nicht allein mein Verdienst. Unser Neuzugang hat eine seltene Begabung für Magie, wie es scheint. Nun, ich bin froh, dass Sie beide heil angekommen sind. Es gibt sehr gute Boote und Kutschen nach Hogwarts, aber Sie kreuzen lieber den Weg eines Drachen. Ich würde nicht sagen, dass ich den Weg des Drachen wählte. Vielmehr scheint es leider, dass er uns wählte. Nun gut, genug geplaudert. Ich muss selbst zum Unterricht. Kann ich darauf zählen, dass Sie die Karte im Handbuch erklären, Professor? Natürlich macht er das, natürlich. Danke. Dankeschön, Frau Professor Weasley. Und denken Sie an Ihr Handbuch. Es ist Ravenclaw ist ja auch okay, hat angeblich auch zwei meiste böse oder bösartige Zauberer-Hexen hervorgebracht. Beobachten. Meinst du Lockhart oder wen? Kommen Sie doch heute nach dem Unterricht in mein Klassenzimmer. Dann werde ich Ihnen mehr über die erwähnten Aufgaben erzählen. Und ich hätte alle genommen, aber nicht Gryffindor. Nicht ja, das muss halt jeder selber entscheiden, wen er da am besten und am meisten mag, ne? Von den ganzen Häusern. Vorteile von den Konsolen ist definitiv gemütlicher und man muss sich nicht auskennen. Man kann einfach zocken und gut ist. Nachteil der Konsole, Multiplayer kostet monatlich Geld. Aber das wollen sie doch rausnehmen, oder? Also früher gab es ja die Situation, dass man Xbox Gold-Mitgliedschaft brauchte. Jetzt haben sie das ja rausgenommen. Muss man jetzt überhaupt noch irgendwas bezahlen? Nachteil der Konsolen, definitiv auch keine Mods. Stimmt, glaube ich, auch nicht so richtig, weil es gibt auch die Möglichkeit, manche Spiele mit Mods zu spielen, beziehungsweise auf die Konsolen Mods zu packen. Und du hast zum Beispiel bei der Xbox auch die Möglichkeit, dass du über die Xbox-App am PC auch bestimmte Sachen spielen kannst. Dann kannst du am PC die Version für die Konsole spielen und darauf zum Teil auch Mods raufpacken. Also ich glaube, was war denn? War das bei... Nee, bei Arc ging das nicht, ne? Cloud Gaming ist zum Beispiel auch super. Aber Cloud Gaming funktioniert auch nicht bei allen Sachen, glaube ich. Cloud Gaming, gerade so im Hinblick auf Shooter, ist Cloud Gaming richtig schlecht, weil du ja diesen doppelten Ping hast.
Und da macht Cloud Gaming nicht so viel Sinn. Aber, okay, wir können zoomen. Aber wenn man zum Beispiel irgendwelche ganz normalen Story-Games spielt, warum soll man sich das dann runterladen? Da kann man halt Cloud Gaming benutzen, muss ich auch sagen. Aber ja, stimmt, Wolfsgebiet, es ist nicht mehr aufwärtskompatibel. Das finde ich tatsächlich nämlich schade an den Konsolen. Du hast zwar die Möglichkeit, dass du dann 3, 4, 5 Jahre Ruhe hast, aber hast dann nicht die Möglichkeit, dass du sagen kannst, okay, du willst jetzt in deine Xbox One zum Beispiel eine bessere Grafikkarte einbauen, um einfach die besseren Spiele spielen zu können. Du musst dir dann halt eine komplett neue Konsole holen. Auch gegebenenfalls wieder für 500 Euro. Und dann hast du aber auch wieder 5 Jahre Ruhe. Also wenn man das runterrechnet, bezahlt man dann jährlich 100 Euro sozusagen. Und dann hat man die nach 5 Jahren abgezahlt. Wie ist das mit dem PC? Da ist schon nach einem Jahr die Technik veraltet, wenn du so willst. Und du hast das Problem, dass oftmals die Komponenten nicht zusammen funktionieren. Dann kaufst du dir einen Prozessor, dann brauchst du ein anderes Motherboard, dann brauchst du ein Netzkabel noch dafür. Und ach nee, da passen ja die Stecker nicht, dann brauchst du ja hier auch noch die Grafikkarte. Und shit, die neueste Grafikkarte ist ja ein riesengroßes Tier, es passt ja gar nicht in mein Gehäuse. Ja, dann muss ich mir auch noch ein neues Gehäuse kaufen. Und so hast du schon wieder Millionen ausgegeben für was, was nächstes Jahr schon wieder veraltet ist. Das ist echt nervig. Also ohne Scheiß beim PC, I don't know. Weiß nicht. Also muss man alte Hardware behalten für alte Spiele. Man kann viele kleine, schönere Indie-Games auch nicht spielen. Aber da muss ich sagen, du musst nicht zwangsläufig die alten Konsolen behalten. Zum Beispiel bei der bei Halo ist das ja auch so, dass viele Spiele kompatibel sind, auch mit der neuesten Version. Also du kannst sozusagen auch die alten Spiele auf der neuen Xbox spielen, weil die runterkompatibel sind. Das haben sie ja mittlerweile gemacht, aber es ist nicht bei allen Games leider so, das stimmt. Es ist leider nicht bei allen Games so. Da sind die jetzt Stück für Stück erst hinterher. Krivel war auch sehen, Ravenclaw? Gleichfalls. Oh. Ich hatte gehofft, das ist dass natürlich nicht so geil. Kreuzen, bevor die Werbung beginnt gleich, Leute. Habe ich Sie und Professor Weasley etwa von Ruinen sprechen hören? Sie hat mich überrumpelt, aber ich habe ihr nichts weiter über unsere Reise erzählt. Ich befürchte allerdings, sie ahnt, dass wir nicht ganz ehrlich sind. Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass Sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten haben. Klar, wir sind ja auf fix seiner Seite. Wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität Ihres Zeitplans, als ihr lieb ist. Und sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor. Gut, nun... Gryffindor so kennen wir aber auch, jemand, der sind, böse ist. Peter Pettigrew. Ihre Fähigkeit macht eine stimmt, gute Ratte Ausbildung von Ron, ne? Glücklicherweise haben sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexe und Zauberern, das ihnen zur Hand geht. Apropos Hand. Und Hand. Bevor Professor Weasley mich wieder auf ihre so charmante Art maßregelt, warum zeige ich ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Falten sie die Karte auf. Was für Zauber? Okay. Die Karte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke. Sie haben Dankeschön. Einen langen Tag vor sich mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und eines Zauberstabs. Sie werden Mr. Ollivander mögen. Er versteht sein Handwerk. Und diesmal mache ich das anders. Fort. Ich werde, glaube ich, erst mich, wenn ich mehr zum Unterricht unser geheimnisvolles gehen. Medaillon weiß. Und nicht erst schon im hier umherlaufen. Auf den Unterricht. Ich werde erst Denn zum Unterricht Magie, gehen die Sie in und erst lernen, die Sachen lernen und dann nochmal in Hogwarts umherlaufen. Weil dann habe ich nämlich schon die Fähigkeiten. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Was ist denn das hier? Ist die hier noch gar nicht da? Ah, die kommt erst. Lol. Das machen wir aber vorher. Hallo, wir kennen uns noch gar nicht. Oh, hallo. Ich bin Lenora. Verzeih mir, wenn ich gerade etwas abgelenkt wirke. Alle halten mich für durchgeknallt.
Samantha denkt, ich sei verrückt. Aber das liegt an diesem Bild. Ich habe es noch nie bemerkt. Das ist eine gute Idee, ne? Ja, weil sonst laufe ich halt durch Hogwarts durch und dann habe ich noch keine Zauber und dann muss ich 20.000 Mal da an der Seite irgendwie langlaufen. Das macht gar nicht so richtig Sinn, glaube ich. Erst den Unterricht, dann das Vergnügen. Vorteile vom PC sind einfach individuell anpassbar und ausrüstbar. Man kann nach und nach verbessern, statt irgendwann dann wirklich einmal das ganze teure neue Gerät zu kaufen. Mod-Community, in der Regel leistungsfähiger Nachteil PC, Geld. Ein PC und die Software brauchen Pflege und wesentlich mehr Grundwissen setzen sie auch voraus und sind weniger gemütlich. Naja, du kannst ja auch am PC mit Controller spielen, kannst ja auch einen bequemen Sessel hier hinstellen, anstatt einen Gaming-Share, dann ist es auch bequem. Weil letzten Endes an der Konsole sitzt ja auch vor dem Bildschirm. Gibt es in der Schule noch mehr leere Gemälde? Ja, ein paar. Dieser ganze Ort ist ein Rätsel, um ehrlich zu sein. Wenn ich dieses Rätsel lösen kann, kann ich auch die anderen schaffen. Also fange ich einfach hier an. Das fand ich übrigens lustig. Die ist schon 5 Jahre lang hier und hat es nicht geschafft, dieses Rätsel zu lösen mit den Bildern. Hast du inzwischen etwas über das Gemälde herausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass Lumos einen Effekt hat. Aber wie soll ich weiter vorgehen? Oh, ich bin dumm. Ich sehe mich um, wenn ich Zeit habe. Könnte interessant sein. Ich habe mir lange genug das Hirn zermartert. 5 Jahre hoffe, schon! Ich hoffe, mehr Glück als ich. Okay, also Lumos hat sie Komm gesagt, ja? Komm bitte zu mir, Lumos. Falls du über etwas Erhellendes bezüglich. Das muss ein Hinweis sein. Das war irgendwo... Ich sollte schauen, ob es in der Nähe ist. Ich habe keine Ahnung, wo das war. Das hier unten? Das Ach, sieht hier. Aus wie der Ort auf dem Gemälde. Was ist so besonders daran? Zurück in den Rahmen mit dir, kleine Motte. Kleine Motte, 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 mottige Motte, kleine Motte. Ja. Ha, rein mit dir da. Ich wusste, es gibt eine Verbindung. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. Ja, aber wir verraten ihr nicht. Oder wir veräppeln sie wieder nur. Das könnten wir auch machen. Mach das nicht. Das muss doch nicht sein. Hallo, Lenora. Lenora, ich habe das Rätsel des Bildes gelöst. Wirklich? Wie? Das sage ich nicht. Das kann ich dir leider nicht sagen, Lenora. Du machst wohl Witze. Ja, okay. Ja, tut mir leid. Ich wollte wir sind nicht durch und durch, Slytherin. Wir sind ja Ravenclaw. Sprich, wir werden die Leute erst trollen. Und dann sind wir aber nett. Glaube ich. Ich war so nah dran, es zu lösen. Du hast ein Händchen für Rätsel. Hallo in Stuttgart, guten Morgen. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Auch. Ich hoffe, bei dir ist Obwohl alles er sieht so ausführlich Roger erklärt. In Kambodscha. Ich bin froh, dass es gelöst ist. Die Motte. Wie habe ich das übersehen? Tja. Dem du keine Augen im Kopf hast. So, also wir gehen auf jeden Fall erst zum Unterricht, würde ich sagen. Und dann, und dann gehen wir erst nochmal in Hogwarts rum und schauen uns nochmal das eine oder andere an, würde ich sagen. Das macht dann nämlich, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn, anstatt dass wir dann hier rumlaufen und teilweise Sachen nicht benutzen können oder ausführen können. Warte mal, muss ich unten lang? Ah, ich muss schon hier rein, okay. Evi! Was denn, Radler-Andi? Ach so, ich weiß was. Hast du es endlich geschafft? Hast du es endlich geschafft? Der Radler-Andi wird zum VIP. Dass ich das noch erleben darf. Dass ich das noch erleben kann. Wirklich. Du hast Radler-Andi als VIP für diesen Kanal hinzugefügt. Yay! Party, Leute, Party! Wir haben einen neuen VIP in unseren Reihen. Ich glaube, du musst wahrscheinlich... nee, bei mir ist schon angezeigt. GG, vielen lieben Dank fürs Sammeln der ganzen Community-Punkte. Ich dachte schon, du haust hier heute was raus, weil heute Valentinstag ist. Irgendwie so, keine Ahnung, 20 Subs an die Community, um einfach zu zeigen, dass du ein treuer Zuschauer bist. Und weil du mir eine Freude bereiten willst. Aber okay, du bist egoistisch und holst dir einfach ein VIP. Ist auch okay. Ist völlig in Ordnung. Das ist wieder eine Community, sage ich euch hier. Eine Community, die wir lieben.
Nein, ich liebe euch wirklich von Herzen, wirklich. Ich liebe euch von Herzen. Was ihr alles mitmacht hier, dass ihr euch das hier nochmal heute anguckt, obwohl ich das schon mit euch hier gespielt habe. Das ist wirklich Dankeschön. Dankeschön, dass ihr euch das nochmal anguckt und nochmal so tut, als ob ihr das ja alles nicht kennt, genau wie ich. Bis Hogsmeade. Das ist wirklich sehr ehrhaft. Vielen, vielen Dank. Die Anschaffung war echt teuer. Gerade auch, weil mein PC Anforderungen schaffen musste, die andere nicht haben. Aber ohne das wäre das PC-Setup auch locker 1500 Euro günstiger gewesen. Dennoch ist jeder Monat nur leichter, über die Runden zu kommen als vorher. Das glaube ich, Wolfsgebiet. Für Xbox kann ich dabei aber nicht sprechen. Ich war PlayStation-Spieler. Oha! Und das ist das Abo sogar teurer geworden. Aber muss sagen, auch das Abo bei PlayStation macht, finde ich, persönlich mehr Sinn. Weil du bei PlayStation einfach schönere Spiele hast. Du hast bei Xbox ein sehr krass großes Angebot, aber oftmals sind da auch so unfassbar viel trashige Spiele dabei, die absolut kein Mensch spielen will. Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Klar, wir haben auch mittlerweile echt coole Sachen herausgefunden so. Wir haben wirklich durch das Spieletest im letzten oder vorletzten Jahr haben wir wirklich echt tolle Spiele auch gehabt. Aber die meisten Sachen hätte man, glaube ich, nicht angespielt. Jetzt kann ich ja die Punkte wieder für Nüsschen und Streck dich ausgeben. Sehr gut. Ey, Radler Andy, wirklich sehr cool, dass du es geschafft hast. Das freut mich. Sie haben Teil 1 zum VIP erreicht. Zum Vervollständigen benötigen Sie noch weitere 400.000 Punkte. Das wäre böse. Ich bin Natti. Hallo Natti. Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du denn Professor Ronan schon? Nein, ist meine erste Stunde. Beginnen wir? Willkommen im fünften Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Warum Zauberkunst sind nur alle nur Mädchen da drüben? Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber findet ihr den auch alle so cringig wie ich? Kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Ja, Niemand? Das eine hat mit Farbe zu tun und Niemand? Das andere mit Wachsen. Hm? Der ist übermotiviert, ne? Der ist so richtig boomermäßig. Ist es jetzt zu spät. Cool, gleich mal einen negativen Eindruck gemacht. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Ich muss auch sparen. Ich habe ja nur noch 656.000 Punkte. Geübt. Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Games sind auch günstiger. Am PC würde ich nicht sagen. Es gibt bei Xbox auch genug Angebote, die günstig sind. Dass du mal so Spiele für 2-3 Euro hast. Und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene Stufe die deutsche Synchro ist nervig. Für die Sie sie halten. Und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Ich muss sagen, ich finde es halt auch schade, dass das Spiel nicht auf Originalsprache ist und man einfach dann sozusagen das Spiel in... Also einfach mit Untertitel. In der Sprache, in der du den Untertitel haben möchtest. Das hätte ich auch viel besser gefunden. Das war gar nicht übel. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Wie diese? Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Unheim mithalten. Kann ich jetzt schon. Ich habe schon gestern Sehr 7 gut. Stunden das gespielt. Fürs Erste. Nun, da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Draußen? Frische Luft. Was ist das? Wie der Transformer. Ah, sorry. Internet ruins my life. Und my mind. Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Also. Ach, der hat gekichert, weil er weiß, es gibt kein Quidditch dieses Jahr. Um unser Können mit Aufrufezauber Gleich brennt Evi wegen der Sonne. Nee, ich dachte, ich leuchte wie so ein Diamant wegen Twilight.
Ich bin doch ein Diamant, ja. Leute. Ja. Mal gucken, ob ich mich jetzt besser anstelle. Gestern habe ich ja oft verkackt. Unser Neuzugang an? Das ist so Vorführung, ey, wirklich. Stimmt ja schon wieder so rum, Alter. Stimmt wie ein Hafen hier. Kurzum, verzaubern Sie die Kugel mit Akio und lassen Sie sie im letzten Moment wieder frei. Ausgezeichnete Kontrolle. Na, es war schon ganz schön knapp, muss ich sagen. Sehr gut. Wunderbar. Sie noch so reinrollen, ist halt echt kacke. Aber besser als gestern. Guck mal, wie sie alle ihre Äpfel essen. Vampire leuchten doch nicht. Punkte für Ravenclaw. Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne Freunde. Habe ich gerade Punkte für Ravenclaw bekommen? Miss Onai, möchten Sie unseren Neuzugang bieten? Habe ich gerade Punkte für Ravenclaw gekriegt? Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Onai, Sie spielen rot, verstanden? Ja, Sir. Krass, ey. Konzentration. Achoo! Oh, Scheiße. Naja, denkst du, sie kann genau mich hier... Genau so wird das gemacht. Ephirellas Spielzeug. Ah, nee, Spielzug stand da. Sag mal, diese Geräusche, sagen die auch irgendwas aus? Genau, nee, ne? So. Gut zu. Und das die Punkte? Hä, war die gestern genauso gut? Oh yeah! Ich glaube, das ist, wenn man immer über diese Holzschnelle darüber kommt, ne? Was für ein Spielzeug? Ich weiß auch nicht, was ich da gelesen habe. Keine Ahnung. Na bitte. Hä, wir sind beide gleich? Also, okay, vielleicht ist sie jetzt auch besser. Nee, wir sind beide gleich gut. Ha! Perfektes Ergebnis. Bemerkenswert. Ist die Ravenclaw? Scheiße. Ravenclaw. Gleichstand. Okay, müssen wir nochmal machen, oder? Kann ich ihre Kugeln einfach runterziehen? Na, gestern war sie schlechter, ne? Wirklich. Machen. Gestern hat sie, glaube ich, einmal verkackt gehabt, oder? Oder war sie... Oder hat sie hier einmal verloren gehabt gestern? Glaube, da hat sie, glaube ich, nur 30 Punkte gemacht, hinter ne? Uns gelassen. In der Tat. Genug geplappert. Das komm, ich halte ihr den Platz so, dann sieht sie diese nicht, was Runde sie macht. Entscheidet alles. Konzentration. Scheiße, klappt nicht. Ich dachte, ich könnte sie so ein bisschen... Ich hab nichts gesehen. Die ist vor meiner Latichte langgelaufen, die blöde Kuh. Ausgezeichnete Kontrolle. 130 nur 100 in der ersten Runde, ne? Ja, ich glaube auch, die war gestern. Als ob die sich anpasst an meinem Können. Genau so. Aber jetzt soll man gewinnen, oder? Oh, das war knapp. Mann, steh nicht so dicht hinter mir, die blöde Kuh. Du schubst mich hier. Ich kann mich nicht konzentrieren. Dann los. Alter, schiebt die jetzt die Kugeln von mir runter? Ja, das ist wohl nicht getraut, wa? Na bitte. Aus dem Weg, Opa. Jetzt bin ich dran. Hier. Wer ist hier der Boss? Zwei perfekte Runden? Sie sind ein Naturtalent. 20 Punkte für Ravenclaw, sage ich nur dazu. Das ist eine blöde Kuh, ne? Wirklich, stellt die sich einfach vor mich. Das kann ja gar nicht sein. Sehr gut, alle beide. Gute Arbeit. Ja, aber ich war besser. Hallo? Ich war ja besser, ja? Okay, das haben wir jetzt schon fertig. Also ich habe das Gefühl, wir kommen heute auf jeden Fall ein bisschen schneller durch als gestern. Vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Weil wir natürlich ein paar Sachen schon können, ne? Ist ja wohl logisch. Sehr gut gespielt. Ich muss gestehen, dass ich dich wohl unterschätzt habe.
Es dauerte Wochen, bis ich Akio beherrschte. Es hat Wochen gedauert, bis ich hier irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter, versprochen. Schön, dass du das verstehst. Ich halte mich wacker. Vielen Dank, aber ich halte mich wacker. Ich schätze dein Selbstvertrauen. Ich bin kurz vor meinem 4. Jahr von Ouagadou hierher gewechselt. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Da hatten wir gestern auch den Brief gefunden hier oben, ne? Verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt, in einer ganz neuen Schule. Muss ich das jetzt alles nochmal fragen? Wir können jetzt fragen, ist Magie auf Ouagadou gleich? Wie sieht Ouagadou aus? Wie groß ist Ouagadou? Aber das haben wir halt gestern alle schon gefragt. Ja, komm, wir fragen das. Vielleicht für die Leute, die das sich auf YouTube angucken wollen. Das klingt vielleicht seltsam, aber ist die Magie auf Ouagadou genau wie hier? Größtenteils ja. Aber hier musste ich lernen, wie man einen Zauberstab benutzt. Das tut kaum jemand in Ouagadou. Du kannst ohne Zauberstab zaubern? Oh ja. Ich empfinde stablose Magie als viel instinktiver. Und es ist viel praktischer, wenn man keinen Zauberstab hat. Obwohl, muss man sagen, haben ja die in der Industrialisierung auch gemacht, ne? Das war ja was, was mir bei Fantastische Tierwesen nicht ganz so gefallen hat. Da haben sie ja größtenteils auch ohne Zauberstab manche Sachen gezaubert, nur mit dem, dass sie es ausgesprochen haben, weil sie ja nicht zaubern durften und sich verstecken mussten. Ist Ouagadou ein Schloss, wie Hogwarts? Sie liegt im Ruhr. Aber ich glaube, größere Zauberei haben sie dann weniger mit dem Schloss Zauberstab gewirkt, oder? Ein wunderschönes Bauwerk, direkt aus dem Berg gehauen. Ich erinnere mich noch, als ich sie das erste Mal sah. Der Nebel war so dicht, ich konnte kaum etwas erkennen. Und dann tauchte sie plötzlich vor mir auf. Diese gigantische Schule, die mitten in der Luft zu schweben schien. Ist Ouagadou größer als Hogwarts? Die Ouagadou-Schule für Zauberei ist die größte Zauberschule der Welt. Also ja, größer als Hogwarts. Doch sie wirkte nie einschüchternd oder überwältigend auf mich. Ich fühlte mich dort zu Hause. Schön, mehr über andere Zauberschulen zu hören. Danke, dass du fragst. Ich vermisse Ouagadou, aber ich bin froh, hier in Hogwarts zu sein. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Lass ihn besser nicht warten. Bis zum nächsten Mal. Hau rein, Unai. Lol, es hat sich verreimt. Natürlich kannst du Akio auf Menschen anwenden. Auf ein Wort. Professor Ronan erinnert man, soll den Zauber auf die Kleidung. Warum redet er nicht mit mir? Revelio. Da oben ist eine Truhe. Dass man die Sachen halt auch durch die Wände sieht, ist auch so krass, oder? Ah, hier oben war ja ein Schloss, da kann man ja noch nicht ran. Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Naja, eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Ja, aber ich bin Stuhlbocker. Welcher Zauber wohnt schon Erwartbarem inne? Sie haben sich gut geschlagen und sogar die begabte Miss Onai übertroffen. Vielen Dank, Professor. Weil wir klug das sind. Hat Spaß gemacht. K-L-U-K. Miss Onai ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas fahrig. Was heißt denn fahrig? Professor Weasley hat darum gebeten, oder nicht konzentriert, dass ihre Professoren oder was sie noch zusätzlich bedeuten? Zum normalen Lehrplan unterrichten. Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite. Damit ich ihm zur Hand gehen kann, ja? Auftrag abgeschlossen. Unterrichtsstunde Zauberkunst. Sehr schön. Jetzt können wir nämlich schon ein bisschen Akio das machen. An deinem ersten Tag? Ey, Samantha! Hallo, Samantha. Schön, dich wiederzusehen. Wie war dein erster Tag? Du scheinst im Zauberkunstunterricht gut mitgekommen zu sein. Und da war er nicht allzu anspruchsvoll, das ist nett von dir. Das muss Anfängerglück gewesen sein. Mein Bruder William würde dir raten, nicht so bescheiden zu sein und auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Stehen denn alle immer so wie so eine Mütter aber da so? Er überschätzt sich ziemlich oft. Hilfe, mein BH geht irgendwo hin. Ich sollte meine Zauberkunsthausaufgaben angehen. Mit Anfängerglück kann ich Professor Ronan sicher nicht beeindrucken. Schiebt sich irgendwie weg. Auftragsprotokoll öffnen. Okay, wir sollen auch den Unterricht gegen die Verteidigung der dunklen Künste besuchen.
Denken wir an die komischen Katzen von gestern, die so komisch aussehen. Oh, hier ist eine kleine Truhe. Purpurroter Schal. Lustig. Ich bleib doch ein Quent. Ein Hoch auf den Jungen, der dich lügt. Ich sage die Wahrheit, Peeves. Es war Albert Booth. Das stimmt nicht. Es war Basil Fleck. Ein Kampf. Wie mutig und keck. War der Minister ein Ach, das ist echt Peeves. Das habe ich gestern gar nicht gesehen. Das sieht aus wie der Hutmacher, der Verrückte. Also ohne Scheiß. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Revelio. Ja.